Hallo und willkommen zu einem neuen weiteren Kapitel in der Vorlesung Verteilte Systeme. In diesem Kapitel kehren wir zu den abstrakteren Grundlagen von Client-Server-Systemen zurück und wir überlegen uns, wie wir dieses Grundkonzept, diese Grundidee verbessern können, sodass es für den praktischen Einsatz tauglicher wird. Wir werden uns insbesondere um drei Dinge hier kümmern. Das ist die Latenz, die entsteht, wenn ein Klient mit einem weit entfernten Server reden muss. Alleine durch Netzwerkausdehnung ist das bedingt. Wir werden uns um Durchsatzfragen kümmern. Das passiert, wenn Sie einen einzelnen Server mit zu vielen Anfragen pro Zeiteinheit oder zu komplizierten Anfragen beschäftigen, sodass wir versuchen, mehrere Instanzen zu benutzen. Und wir werden uns mit Zuverlässigkeit beschäftigen. Die Frage tritt ein, wenn einzelne Komponenten ausfallen können und nicht mehr ihre Aufgabe erfüllen. Wir werden kurz über Konsistenz sprechen, aber das wird eher ein Kapitel für später werden. Dazu brauchen wir noch die eine oder andere weitere Grundlage, bevor wir das sinnvoll besprechen können. Das Kapitel teilt sich in die wesentlichen Aspekte auf. Zunächst mal in diesem Video besprechen wir kurz die Anforderung, die ein solches verbessertes Client-Server-System erfüllen sollte. Danach sprechen wir über Zuverlässigkeit. Das gliedert sich auf in Frage, was ist das eigentlich? Was sind eigentlich Fehlermodelle? Wie kann man Zuverlässigkeit berechnen und verbessern? Und wir werden daraus ableiten, die Vorstellung, dass wir sogenannte Multi-Tier-Architekturen uns anschauen sollten. Eben nicht nur Client und Server, sondern gegebenenfalls dazwischen und danach noch weitere Funktionen hinzufügen sollen. Diese Diskussion, diese Idee hat sich durch die Microservices aus dem vorherigen Kapitel ja schon angedeutet. Dann gehen wir spezifischer auf die Fragen von Durchsatz und Latenz ein und zum Schluss natürlich eine kleine Zusammenfassung. So, das ist der Ausblick auf dieses Kapitel. Das wird sich sicherlich wieder auf mehrere kleine Videos aufteilen. In diesem Video möchte ich nur ganz kurz mit Ihnen über die Anforderungen sprechen, die wir hier erfüllen müssen. Vielleicht noch einmal zusammengefasst. Was ist bisher geschehen? Bisher haben wir uns darüber unterhalten, dass Client-Server ja vielleicht eine ganz schlaue Idee ist, um ein verteiltes System mit etwas Struktur zu versehen, sodass nicht beliebige Nachrichtenaustauschbeziehungen entstehen können, sondern etwas Ordnung dabei ist. Wir haben uns angeschaut, dass die Grundidee von Client-Server durch RPC oder RMI weiter strukturiert werden kann und insbesondere für den Anwendungsentwickler angenehmer, komfortabler, nutzbar gemacht werden kann. Das hat dann über mehrere Zwischenstufen die Idee geboren, Microservices zu schaffen, große Systeme in kleine Komponenten zu zerlegen, die aufeinander aufbauen und in einer Nutzungsbeziehung zueinander stehen. Also ein großes Client-Server-System in viele aufeinander aufbauende, zusammenarbeitende, kooperative Client-Server-Systeme zu zergliedern. Das ist die wesentliche Grundidee. Ja, das ist ja alles toll, aber wir müssen uns jetzt noch darüber unterhalten, was sind denn die Anforderungen, wenn Dinge schiefgehen können? Das sind zunächst diese Anforderungen, Leistungsanforderungen. Gar nicht unbedingt, wenn Dinge schiefgehen, sondern wenn Dinge im normalen Betrieb befindlich sind. Und das ist, wie schon gesagt, im Wesentlichen zwei. Das ist einmal der Durchsatz. Die Anzahl von Anfragen, die Sie pro Zeiteinheit abwickeln können. Anzahl pro Zeiteinheit, das ist immer die Vorstellung einer Rate. Die Rate an Anfragen, die Sie durch ein System bewältigen können. Und das ist andererseits die Latenz für eine einzelne Rate betrachtet, die Zeit vom Stellen der Anfrage bis zum Erhalt der Antwort. Oder wenn Sie keine Antwort bekommen, was ja durchaus legitim sein kann, vom Stellen der Anfrage bis zur vollständigen, kompletten Abarbeitung dieser Anfrage. Auf eine einzelne Anfrage, ein Zeitabstand, Latenz gemessen in Sekunden. Durchsatz, Rate, Anzahl pro Zeiteinheit, Latenz, Zeiteinheit. So, wenn ich jetzt Durchsatz oder Latenz sage, naja, dann muss ich mir noch genauer darüber auslassen, was ich eigentlich meine. Meine ich einen Durchschnitt gemittelt über viele Anfragen, die Latenz gemittelt über viele Anfragen, individuelle Latenzen, erste, zweite, dritte, vierte, fünfte Latenz. Das ist eine Mittelbildung über einzelne Werte. Beim Durchsatz wäre eine Mittelbildung ein Mittel über einen gleitenden Zeitraum. Über einen langen Zeitraum gemittelt, in dem die Rate durchaus schwanken kann. Was ist hier die mittlere Rate in diesem Zeitraum? Oder meine ich ein Maximum? Meine ich die maximale Latenz? Meine ich den minimalen Durchsatz? Oder meine ich vielleicht Quantile? Die Latenz, die durch 90% meiner Anfragen nicht überschritten wird.
den Durchsatz, den ich zu 90% der Zeit über ein gewisses Zeitfenster von, sagen wir, einer Sekunde erbringen kann. Typische Quantilaussagen, die meistens aussagefähiger sind als reine Maxima oder Minima. Maxima oder Minima kann immer den einen seltsamen Ausreißer haben, der irgendetwas komplett die Statistik versaut. Ein Quantil ist da gegenüber robust und nicht empfindlich gegenüber solche Ausreißer. Entsprechend den Durchschnitt ersetzt man oft durch das 50%-Perzentil. Das 50%-Perzentil oder das 0,5-Quantil, das sind äquivalente Begriffe. Das 0,5-Quantil, also den Median. Auch das wieder ausreißerresistent, sowohl nach unten als auch nach oben, im Gegensatz zum Durchschnitt. Die Diskussion ist Ihnen sicher wohlvertraut aus Ihren Stochastikvorlesungen. So, das sind Leistungsmetriken, um die es uns hier hauptsächlich geht. Dem zur Seite stehen Zuverlässigkeitsanforderungen. Zuverlässigkeit ist ein sehr, sehr breiter Begriff, darüber reden wir gleich im folgenden Video. Ist ein sehr, sehr breiter Begriff, der vieles und vielerlei meinen kann. Er kann zum Beispiel meinen Safety, im Deutschen mit Sicherheit übersetzt. Safety meint, es passiert nichts Schlimmes, selbst wenn irgendetwas schief geht. Sie bleiben safe, das System bleibt in einem safe Zustand, obwohl etwas ausfällt, ein Teilsystem sich fehlverhält, was auch immer. Als Pendant dazu steht der Begriff der Security, im Deutschen mit Sicherheit übersetzt. Das Deutsche hat hier keine vernünftige Trennung zwischen zwei unterschiedlichen Konzepten. Security meint, obwohl es einen bewusst vorbereiteten, durchgeführten, mit Absicht vorgetragenen Angriff auf ein System gibt, ist das System trotzdem noch in der Lage, gute Dinge zu tun, seinen Zweck zu erfüllen, vielleicht in reduzierter Form, aber doch im Wesentlichen noch seinen Systemzweck zu erfüllen. Good things still happen. Safety, nichts Schlimmes passiert, obwohl zufällig, unbewusst, ohne Absicht etwas kaputt geht. Security, gute Dinge passieren weiterhin, trotz eines bewussten Angriffs. Halten Sie diese beiden Konzepte bitte klar auseinander. Sie haben unterschiedliche Mechanismen im Hintergrund, wie es dazu kommt, und das erfordert unterschiedliche Mechanismen der Behandlung. Safety ist insbesondere ein stochastisches Konzept, Security ein Entwurfsabsicherungskonzept. Zu Security werde ich im weiteren Verlauf der Vorlesung eigentlich überhaupt nichts sagen. Dazu gibt es eine eigene Vorlesung, IT Security, die Sie ohnehin im aktuellen Studienplan als Pflichtveranstaltung hören müssen. Das heißt, das wissen Sie ohnehin alles. So, neben Safety und Security, zu Safety sagen wir noch ganz viel, gibt es noch die Availability. Die Availability ist in einem gewissen Sinne die Mischung dabei. Sie sagt, obwohl Dinge zufällig, unbewusst, unbeabsichtigt schief gehen, ist es doch noch möglich, Gutes zu erwirken. Das System ist doch noch in der Lage, Fortschritt zu erbringen, seinen Zweck zu erfüllen, obwohl Dinge zufällig schiefgehen. Okay? Also Sie haben dieses Dreieck aus diesen drei Begriffen Safety, Availability, Security. Gutes passiert, Schlechtes passiert nicht, Angriff oder Zufall als die beiden Aspekte hier. Natürlich impliziert Security ebenfalls nichts Schlechtes passiert, trotz dass ein Angriff geschieht. Aber das ist vergleichsweise leicht zu erfüllen. Sie schalten das System ab, aber auch das ist je nach System nicht unbedingt möglich. Diese Begriffe werden üblicherweise als Dependability zusammengefasst, als Zuverlässigkeit zusammengefasst. Und Sie merken, das ist so ein Überbegriff, der über vieles überspannt. Und im nächsten Video schauen wir uns genau diesen Begriff genauer an. Was ist mit Dependability, Zuverlässigkeit gemeint? Wie kann man damit umgehen? Zunächst einmal danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Video.